Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Heute mal mit neuer Frise. So, wie jeden Sonntag, was habe ich erwärmt? Man sieht schon, es ist sehr grün. Ich wollte es aber momentan diese Woche echt ein bisschen frischer haben. Von daher, wir beginnen. Und zwar, im Badezimmer hatte ich Amazon Rain. Er ist wirklich, wirklich mega. Er ist also im Katalog schon seit Jahren drin. Oh, er riecht frisch, definitiv frisch. Wir haben drin süße Melone, Orangenschale, Kokosmilch und nachtblühende Jasmin. Also, so wenn man jetzt hinriecht. Riecht man definitiv Kokos. Und die Orangenschale, das ist das Herbe. Meine bessere Hälfte hat mich gefragt, wie der Duft denn heißt, den ich im Badezimmer drin habe. Passiert selten, dass er mal von einem Duft richtig begeistert ist. Wollte ihn mir eigentlich, glaube ich, auch enteignen. Dann habe ich gesagt, nee. Gibt's nicht. Also, Amazon Rain riecht wirklich mega. Dann habe ich noch Aloe Water and Cucumber. Der ist auch so bei den Standarddüften immer mit dabei. Und man riecht wirklich Gurke. Wenn man hinriecht, Gurke. Es ist wirklich mega. Wir haben Aloe Wasser, Gurkenschale, Palmwedel und Ananasnektar. Also, wenn er kalt ist, riecht mir wirklich nur Gurke. Also Aloe auch ein bisschen raus. Und wenn er in der Lampe ist, kommt auch zuerst, wie ich finde, erst die Gurke und dann der Rest. So einfach ist das. Aber er ist wirklich auch mega, mega, mega. Der dritte Grüne im Bunde. Succulent Sunshine. Also, so wenn man daran riecht, ist er irgendwie wie Kiefer. Also, herb. Und dann haben wir süße Nabelorange, wird mit Kaktusfeige und Agavennektar zu einem Wüstentraum kombiniert. Also, das ist das Herbe, der Kaktus. Er ist auch in der Lampe sehr herb, und aber ich habe ihn in der Küche. Also und wie schon gesagt, also man denkt wirklich, es ist so Kiefernadeln, der Duft, aber das ist eben dieses Herbe, das ist der, definitiv ist das der Kaktus. Also anders da kann ich mir das nicht erklären. Und Orange und Agavennektar, gut, Agavennektar könnte es auch sein. Aber er ist sehr herb, aber auch gut. Und dann, es vergeht ja, glaube ich, keine Woche ohne Disney. Stitch und Angel. Nachdem mich ja leider meine Clubbestellung, meine zwei Angel-Düfte nicht gekommen sind, ist das jetzt meine letzten vier, wo ich noch habe. Ich habe ausprobiert. Ich habe im Flur drei Lampen stehen. Ich habe in die Mitte, hier fällt schon wieder alles runter, in die Mitte habe ich zwei Würfel Angel, rechts und links, je einen Würfel Stitch. Und ich muss leider sagen, der Stitch übertönt den Angel um Längen. Also man riecht immer nur den Stitch raus. Und zwar dieses
süßliche, fruchtige, orangige. Valencia-Orange, Ananasnektar, Zuckerrohr und salziger Meeresdunst. Ja, frisch. Aber Orange, auch wenn es erwärmt ist, riecht man die Orange raus. Das ist einfach so. Bei meinem süßen Angel, Goji-Beeren mit Brombeeren, süße Vanillecreme und Zuckerrohr. Ja, süß. Aber im Gegensatz zu dem doch etwas dominanteren Stitch, hat er keine Chance. Hat der wirklich keine Chance. Ich wollte eigentlich mal probieren, dass ich sie mische. Aber da bräuchte ich wahrscheinlich einen Würfel Stitch und 3-4 Würfel Angel. Aber der ist so gut. Diese Beeren. Oh, der ist wirklich mega. Und dann habe ich immer noch jetzt im Wohnzimmer seit einer Woche. Ich muss mal gucken. Pardon. Ob ich den hier habe. Ja. Keinen Zunen. Nee. Im Wohnzimmer seit über einer Woche. Den True Love Awaits, der neue Disney-Duft. Reife Himbeere, funkelnde Mandarine und süße Vanille. Und es ist wirklich, also ich habe ja letztens schon gesagt, wenn man so hinriecht an den Bar, finde ich den absolut ekelhaft. Aber ja, das ist dieses, was Herbes, da ist was Herbes drin, definitiv. Aber in der Lampe ist er absolut geil. Also in der Lampe kommt wirklich die Süße von der Vanille und von der Himbeere durch. Und es riecht wirklich das ganze Wohnzimmer, Flur, bis hier rauf, hier zu mir in den ersten Stock. Er ist der Knaller. Er bleibt definitiv im Club. So schaut's aus, ja. Das waren meine grüne Phase. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei Was habe ich erwärmt? Lasst mir ein Däumchen da, ein Abo. Ich würde mich freuen. Macht's gut.